Am 3. September war es wieder soweit. Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik trafen sich zum 34. Mal anlässlich des Rostock Business Clubs im Admirals Club der Warnemünder Yachthafenresidenz Hohe Düne. Nach einleitenden Worten Dr. Stefan Rudolfs, des Staatssekretärs des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern, stand ein besonders hochkarätiger Referent auf der Tagesordnung. DB Schenker Rail AG, beste Wahl auf Europas Schienen. Unter diesem Titel präsentierte Matthias Reichel den zweitgrößten Transport- und Logistikanbieter weltweit, der in Europa die Führungsposition des Marktes innehat. Also wir sind sehr überzeugt, dass Schienengüterverkehr nach wie vor ein großer Wachstumsmarkt ist. Wir haben da klare Wachstumschancen definiert, auf die setzen wir und da wollen wir uns unseren Marktanteil weiter erhalten oder steigern. Wir wollen in den nächsten Jahren sozusagen 1-2% auf der Umsatzseite wachsen. Das hört sich erstmal nicht so viel an, ist aber in einem sehr stark wettbewerbsorientierten Markt doch eine ganze Menge. Und wir wollen auch nach wie vor an der Profitabilität dahingehend arbeiten, dass wir höhere EBIT-Beiträge für den Konzern liefern und natürlich das Ganze auch mit Investitionen in Europa ergänzen. Und da wollen wir im Schnitt 300-400 Millionen pro Jahr investieren. Das kann mal ein bisschen mehr, das kann mal ein bisschen weniger sein. Aber wir sind, was eigentlich zeigt, dass wir sehr davon überzeugt sind, dass der Schienengüterverkehr in Europa alternativlos ist. Und wir wollen das sicherlich alles nicht auf der Straße haben. Rund 60 Gäste schenken den spannenden Schilderungen Reichels zur unternehmerischen Tätigkeit des Konzerns ihre volle Aufmerksamkeit. Selbst das Warnemünder Wetter zeigte sich bei der gelungenen Veranstaltung von seiner besten Seite. Bei angeregtem Netzwerken und gegrillten Köstlichkeiten ließen Gäste und Veranstalter den geglückten Abend an der Ostsee ausklingen.